Guten Abend, meine Damen, Herren und Dinge. Zu Aero, herzlichen Dank für den vierten Monat in Folge. Sap, herzlichen Dank dafür. Danke, 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 danke. Buck, auch einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wir müssen mal weiterkommen hier. So zwei, drei Spielchen werden wir heute auf jeden Fall schaffen. Nach der letzten Heimniederlage hoffe ich doch mal, dass das wieder nach oben geht. Gewinnverlust sieht auch nicht so gut aus. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ob wir die Saison überhaupt überleben. Ich habe ja auch gesagt, ich gucke mir an, was der 2020er für Änderungen bringt. Doch würde ich sagen, abwarten. Ich habe jetzt noch nicht vorbestellt, der kommt im November. Dann müssen wir mal gucken, wie weit wir sind und ob ich transferieren kann oder nicht und so weiter und so fort. Habe ich ja schon gesagt, das gucken wir dann. Ich hoffe, euer Wochenende war schön bisher. Training ist gesetzt, haben wir das, glaube ich, letztes Mal noch gemacht. Lass uns mal kurz gucken. Es steht ja, glaube ich, sogar, wo sind wir denn heute? Beim 8. September. Das war das Spiel. Ja, nächste Woche, bitte. Angriff über die Flügel, Training, Spielchen, Offensiv, alle. Dann haben wir das aus. Vielleicht kriegen wir den September heute durch. Müssen wir mal gucken. Was uns immer noch fehlt als Mitarbeiter, ist ein Sportdirektor. Wir haben ja einen. Wir haben, hey? Wir haben einen Sportdirektor? Tatsache, ich habe letztes Mal noch einen Sportdirektor gewonnen. Habe ich total vergessen. Passt. Baum ist immer noch verletzt, fällt noch 8 Tage bis 2 Wochen, okay. Und Dr. Winter ist noch verletzt, 6 Tage. Ansonsten Potenzial schöpfen noch nicht alle aus, bis auf Holler, Leutnant Schrippe und Hastor. Von der Aufstellung her sieht's gut aus, jeder verträgt sich mit jedem. Außer Bubble und Holler, die sind noch ein bisschen so alleine im Feld, aber das wird sich mit der Zeit sicherlich auch noch ändern. Dann klicken wir noch einfach mal auf Vorwärts. Und Vorsicht, Kamera, Kamera, Vorsicht. Hallo. Scouting. Agiert für Essing in 5 Spielen, 54 Minuten. Welche Position ist der? Innenverteidigung. Schwächster Bereich ist die Deckungsspiel. Ein Abwehrspieler, der sein größtes Problem im Deckungsspiel hat. Das ist. Nein. Uninteressant. Noch stehen wir gut da, wobei Aufstiegsplatz sind wir jetzt halt doch ein bisschen weiter weg auf Platz 5. Wir können uns gleich nochmal die Tabelle anschauen. Und wie immer, keine Musik. Wenn ihr Musik hören wollt, könnt ihr euch anhören. Trainingsplan. Ballbesitz bleibt weiterhin die Primärtaktik. Stimmt so. Intensität ist hoch, das ist in Ordnung. Passt alles. Ne? Ich wollte kurz Terminplan Landesliga Württemberg. Wir sind 2 Punkte hinterm Ersten. Das ist noch nicht die Welt, aber es könnte besser sein. Das war halt dieses berühmte schlechte Spiel nach der Klatsche im
Pokalspiel. Kann aber leider auch nicht auswählen, dass man nicht im Pokal teilnimmt. Ich habe mich mit der unterhalten, der einige Anmerkungen über Michael Entwicklung zu machen hat, verbessert. Er hat sich in den letzten 2 Monaten als Fußballer verbessert, macht beträchtliche Fortschritte und konnte. Wer ist dieser David Draxler? Drexler? Drechsel? Ach, U19 Spieler. Oh nein, das ist unser 16 Jahre alt, das heißt, ich darf ihn noch nicht mitnehmen, aber Position passt, brauchen wir. Schön, dass er sich entwickelt hat, aber es bringt mir nichts. Burkhalter, mal gucken, hast du 8. ungefähr. Habe ich wieder zum Essen eingeschalten, hast du? Burkhalter hat sich verbessert. Ja, das sieht alles sehr positiv aus. Derzeitige Fähigkeit und Potenzial. Da ist immer die Frage. Wie bekomme ich es hin, dass das Potenzial. Lass es dir schmecken, hast du. Wie bekomme ich es hin, dass das von Potenzial auf Potenzial geht? Weiß ich nicht. Und 19 spielt auch. Verletzungsbericht, Knöchelverdrehung und Leistenzerrung. Ach, das waren die. Es dauert also noch ein bisschen, bis die beiden wieder voll da sind. Flair. Das Team im Allgemeinen besitzt ein hohes Maß an Flair. Okay. Das Team im Allgemeinen besitzt ein hohes Maß an Beweglichkeit. Okay. Das 4-4-2 war in der letzten Spielzeit nicht sehr effektiv. In dieser Formation musste die Mannschaft durchschnittlich 6 Chancen pro 90 zulassen. Okay. Mittelfeld ist schlechte Option. Im zentralen Mittelkader könnte hier noch besser werden. Okay. Hoff mal, wenn die Platz 16 sind, dass wir uns da jetzt wieder gesund stoßen und einen Sieg einfahren. Deutschland hat gewonnen, auch interessant. Warum komme ich immer wieder raus, wenn nichts passiert? Rechne doch einfach mal durch. Ist was passiert? Ich habe schon geguckt in Optionen, ich konnte nichts einstellen. Ich glaube, im Vorgängerteil konnte ich was. Ja, das ist alles uninteressante Nachrichten. Verfügbare Spieler, Reserve, Tribüne verletzt. Ja. Das ist die Standardeinstellung, das passt. Solange sie dürfen, ist es geschickt, vor allem um Spielpraxis zu haben.
Irak, Iran. Gehen gegeneinander Fußball. Okay. Zerro hat wieder sehr schön. Holla. Na ja, gut. Ria meine ich. 6, 12, ja, passt noch. Einheit gering, Verletzung. Besonders Fokus wurde vor dem zweiten Tag stattfindenden Spiel gegen Neckarsulm auf Beispiel eigene Ecken. Das passt auch. Vertraut hat, ja, stimmt. Ich habe gesagt, aus den Ecken holen wir zu wenig. Was? 6,25. Ich habe gesagt, unter 6 wird kritisiert. So lange kann man lassen. Ach nö, jetzt speichert das. Zum Na komm schon. Warum sollte ich das machen wollen, was da gerade? Ein dunkelrot markierter Spieler befindet sich auf ihr. Naja. Zusammenfassung, Taktikratschlag. Spieler rausnehmen. Johnny gegen Mary ersetzen. Okay. Johnny spielt links. Und Mary dafür reinsetzen. Mary ist doch. Okay. Den Vorschlag kann ich mal so annehmen. Nein, wir bleiben weiterhin offensiv. Es passt. Mangel an Spielpraxis. Mannschaftsgefüge. Wir bewegen uns Richtung Team. Ey, wir sind ja nicht mal bei durchschnittlich. Das ist doch mal was Schönes. Dafür ist die Kaderatmosphäre nicht ganz so. Schade. Paddle, Analytiker und Metal. Analytiker. Paddel, ja, nee, das geht eigentlich. Ich will das Dreiergespann hier vorne eigentlich nicht auseinanderreißen. Und Bubble macht momentan eigentlich einen guten Job als Torwart, das passt eigentlich. Bleibt dabei. Vorschau der Woche, okay. Die Wetten für dieses schwere Heimspiel gegen ABC Eichhörnchen stehen für, wie FC Update NL berichtet, schlecht für den VfB Neckar. Okay, wir haben. Oha. Wir sind Favorit.
Das Team hat beim Training zur Spielvorbereitung in den vergangenen Wochen Fortschritte gemacht. Ich bin der Ansicht, dass das Team in der derzeit trainierten Spielform allmählich gut eingespielt ist. Ja, denke ich auch. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber. Hey Player, einen schönen Abend wünsche ich dir. Ob sie mich alle ganz alleine gelassen hast, wie meinst du das? Taktikbesprechung, lass mal den Co-Trainer machen. Ach so, ja, nee, das ist ja immer so. Das ist alles in Ordnung. Okay, fortfahren. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende bisher? Semi-Gesellschaft, das ist nett von dir. Ja, das haben wir doch schon gehabt. Fitnesstest. Okay. Aber nur 63, okay, Baumhaus kann ich wieder mitnehmen. Taktik. Sitzt damit wieder auf der Ersatzbank, aber steht immer noch verletzt. Dann doch bitte nicht. Mist. Machst du auch Reha-Training? Moment. Entwicklung, Training. Allgemeine Reha. Gleiche kann ich mal bei Dr. Winter auch gleich machen. Begegnung. Die Vorschau. Wir sind wohl Top-Favorit. Muss werden. Gestern auf einer Hochzeit gewesen. Ach, der Mene. Das habe ich nächstes Wochenende vor mir. Mein bester Kumpel heiratet sonntags. Standesamtlich. Der Polterabend kommt erst nächstes Jahr. Also das Ganze drumherum kommt erst nächstes Jahr. Kirchlich und so weiter. Dieses Jahr ist eigentlich nur engster Familienkreis, aber da gehöre ich eigentlich auch immer dazu. Dankenswerterweise. Deswegen werde ich da, glaube ich, der Einzige sein, der nicht irgendwie verwandt oder verlobt oder verschwägert ist. Also Polterabend kommt erst nächstes Jahr. Ja, sie wollten jetzt standesamtlich dieses Jahr, fragt mich nicht warum. Dann geht mal da raus und zeigt ihnen, wo der Hammer hängt. Einstellungen sind eigentlich noch. Ne. Ja, passt eigentlich noch. Nö, nee, die kennen mich ja auch alle. Wird's direkt fürs. Nee, doch nicht direkt. Und. Nee, da war niemand. Aber Ecke. Ja, mal gut. Ich hoffe, sie werden jetzt auch besser. Nee.
Okay, das ist dann doch extrem vorsichtiges Spiel. Mitte oder Seitenwechsel. Ja, nee. War bei dir die Hochzeit am wenigsten schön? Jungs. Geht das wieder los? Da stehen drei Mann drumrum. Oh, fängt ja gut an. Schade. Ja, das wird anstrengend, das kenne ich. Das hatte ich auch mal ein Jahr lang. Ja, es geht auf die Leber. Könnte da mal sich jemand bewegen zum Kopfball hoch? Nein. Ah, schade. Der war eng. Ein paar Bierchen reichen. Ich bin eher der Weintrinker. Zum Glück. Warum ist da außen keiner? Kommt schon. Genau. Ah! Gibt's doch nicht. Mann. Abseits, Leute. Ah. Kann doch nicht wahr sein. Wieder die Chancen verwertet. Ich muss echt was gegen die Chancenauswertung von uns machen. Das ist ja grausam. Eigenen angeschossen.
Gelb vor Holland, na toll. Geht doch. Ja, ruhige Kugel schieben sie, aber jetzt haben sie zumindest mal einen Ausgleich. Es war zwar Dusel, dass der sozusagen vom Innenpfosten gegen den Torwart, aber ich nehm's. Ist mir scheißegal, ich nehm's. Wir müssen gewinnen. Ballbesitz gefällt mir, da haben wir die Überhand. Und sie sind nicht in Panik verfallen, das ist auch gut. Holler wird ausgepfiffen, auch nicht schlecht. Schieß doch gleich! Warum trippelst du noch? Schieß! War ein bisschen die rote über. Gut, rot kann auch irritierend sein als Farbe. Es ist aber schön, wie das Publikum immer die auspfeift, die die gelben Karten haben. Warum ist das jetzt ein Highlight? Das Spiel muss ja stinklangweilig sein. Viel Spaß beim Testen und danke für den Lurk. Abseits, okay. Kommt schon noch ein Tor in der Halb vor der Halbzeit, dass ich in Ruhe. Schöne Grätsche, riskant, aber schön. Hast du im Abseits? Kabinenansprache, sie sind alle eigentlich positiv. Warum ist Spartiat besorgt? Weiß nicht, soll ich Holla spielen lassen? Im Risiko, dass sie gelb-rot bekommt? Haben wir eigentlich extra Flügelspiel geübt und es passiert da doch nicht so viel. Ach, kommt schon. Chancenauswertung, Chancenauswertung, Chancenauswertung.
Ecken haben wir geübt. Vielleicht schaffen wir auch endlich mal eine auszunutzen. Jetzt kriegen wir ein Konto. Pennt ihr in der Abwehr oder was ist das? Wir hatten. Wir verlieren gerade gegen den 16. Platzierten und haben eigentlich. Konzentration, höchste Konzentration, das ist ja grausam, ist das. Ich hab den schon drin gesehen. Ich hab den schon drin gesehen. Könnten wir bitte wieder Fußball spielen und nicht nur zugucken? Warum trippelst du nochmal? Schieß doch einfach. Nimm das Ding doch einfach, Wolle. Elfmeter? Okay. Bisher hat er alle versenkt, du Schribbe. Und wieder. Sehr schön. Ja, jetzt wird es ein bisschen angeberisch, also komm, mal ein Elfmeter. Ist ja mehr Jubel als beim Meistenkerwart. Jetzt wäre schön, wenn wir nochmal ein Tor schießen würden. Wir haben 57% Ballbesitz. 11 Schüsse auf Tor. Der Gegner hat jetzt schon die dritte gelbe. What? Ich sehe es. Nice. Aber zurück zum Fußballspiel. We have to win this game, so focus.
Ja, schöner Versuch, aber leider nicht ganz geklappt. Nein, 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 nein. No, 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 no. We are the Blues. We are the. Gelb-Rot, komm, das ist eine Gelb-Rote. Gelb-Rot. Gelb-Rot. Jawohl! Auf Wiedersehen! Jen, if you want to be. Also in the team, at the moment every player name in our team is one of the viewers. Ah, komm! Is one of the viewers, so explanation mark name. If you want to be part of the. Just if you want. And there are already other names on the list. And I will work it from top to bottom. When I buy a new player or need a new player, then the name will get into the game. At the moment, all names are given away from the first team. So, jetzt schön, ja, komm. Eigentor, oder? Ja, Eigentor. Was? Abseits. Ah! Okay, I can understand that. Scheiße. Abseits. Zu früh gefreut. Kommt schon. Wir sind in Unterzahl. I know, Jim, I know, I know. Hallo, wir sind in Unterzahl. Die wollen nicht mehr. Könnt ihr mal da rangehen? Wir sind mit dem Unentschieden glücklich, wir nicht.
Unnötig. Unnötig, unnötig, unnötig. Und wir müssen das Training ändern. Aber lesen wir erstmal die Schmach. Die ABC Eichhorn-Spieler eilten nach dem Spiel, das nicht als Glanzleistung in die Geschichtsbücher eingehen wird, in die Katakomben. Ja, das haben sie ja. Sie kamen gegen am Ende 10 Mann des VfB Neckar-Rems nicht über ein 2:2 Unentschieden hinaus. Der VfB Neckar-Rem war von Beginn an hellwach. Bereits in der 8. Spielminute netzte der VfB Neckar-Rem-Kapitän Kelvin Icke mit einem blitzsauberen Abschluss aus 16 Meter ein. In der 33. Minute glich ABC Eichhörnchen Stoßstürmer Hastur mit einem kraftvollen Kopfball aus kurzer Distanz aus. Der vorgeschobene Spielmacher Keil brachte den VfB Neckars Rams nach 51 Minuten mit einem Volley aus dem 5-Meter-Raum wieder in Führung. Nach 61 Minuten glich der vorgeschobene Spielmacher Leutnant Schribbe mit einem Elfmeter ins untere Eck aus. Die rote Karte für Daniel Bühler hat den VfB Rems nach 78 Minuten in große Schwierigkeiten gebracht. Der Grund für den Platzverweis war ein böses Tackling. Nee. Der respektierte Trainer kam im Juni zu dort 3 Monate tätig. Ja, Ballbesitz, Schüsse, alles richtig gemacht.